Hallo ihr lieben Menschen da draußen, hier ist euer Gato. Und heute möchte ich mit euch Beat Cop antesten. Ein Spiel von polnischen Indie-Entwicklern, was runtergesetzt war und ich glaube eine klassische gefallener Cop-Story aufgreift. Spielt auf jeden Fall in den 80ern. Die Musik ist schon mal richtig geil, die ist schmissig. Und die Optik, Pixel-Optik, denke ich, kann auch was. Also die Screenshots waren Hammer. Obwohl, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, kennt ihr Kong Fury? Daran erinnert mich das gerade. So, wir fangen auf jeden Fall mal ein neues Spiel an. Ich hatte es schon mal einmal gestartet, um die Grafik einzustellen. In unserer Kindheit haben wir zahlreiche Stunden damit verbracht, die Polizeiserien der 80er im Fernsehen zu schauen. Wir haben es geliebt, wie die Guten dem Bösen in den Arsch getreten und dabei hübsche Frauen gerettet haben, um dann mit ihren Sportwagen in die Nacht zu rasen. Wir wussten, dass diese Geschichten nicht wahr waren. Doch das war uns egal. Wir hatten Spaß und das war alles, was zählte. Beat Cop repräsentiert nicht das New York der 80er. Es ist eine Hommage an all diese Abende vor dem Fernseher. Also genießt das Spiel und denkt daran, das Leben nicht zu ernst zu nehmen. Sehr gut. Sehr gut. Was sind wir das jetzt? Alle Einheiten 10, 31. Ein Einbruch. Diamanten des Senators verschwinden. In offiziellen Quellen zufolge wird Kriminalpolizist Jack Kelly auf Anweisung des Polizeichefs seines Amts enthoben und auf einen anderen Posten versetzt. Ich glaube, das sind wir. Kriminalpolizist Jack Kelly, der letzten Freitag einen Einbrecher in der Villa des Senators erschossen hatte, wird mit dem Verschwinden kostbarer Diamanten aus einem Tresor in Verbindung gebracht. Das wird schnell. 69. Wache in Brooklyn, Tag 1, neue Schuhe. Sie haben ihre neuen Kollegen sicher bereits kennengelernt, aber vielleicht sollten sie sich erneut vorstellen. Kelly. Ich bin Kelly. Jack Kelly. Hallo Kelly. Ey. Hallo Kelly. Willkommen auf der Straße. Kripo. Oh, vergessen Sie nicht, uns in den Arsch zu kriechen, Kelly. Ich glaube, die mögen uns nicht. Hehe. Worüber lachen Sie so, Schimpanski? Nichts, Boss. Schalten Sie Ihre zwei Gehirnzellen ein und schreiben Sie das auf. Kommen Sie nicht wieder, bevor Sie 10 Strafzettel geschrieben haben. Sie meinen 10 insgesamt? 10 pro Person? Sind Sie irgendwie blöde, McNab? Das schaffen wir, Boss. Schleimer. Für Sie gilt das nicht, Kelly. Warum, Sergeant Holloway? Was stimmt mit mir nicht? Ich interessiere mich nicht für Ihre Vergangenheit, Kriminalpolizist. Oder ob Sie dieses arme Schwein auf dem Gewissen haben. Oder ob Sie die Juwelen des Senators gestohlen haben. Das ist der Job der Innenrevision. Sie kümmern sich um Sie. Hier, auf dieser Straße sind Sie Frischfleisch. Ich kenne Sie noch nicht gut genug, um Sie zu verachten. Also müssen Sie sich heute keine Gedanken um Strafzettel machen. Nehmen Sie gar nicht mal Ihren Zettelblock mit. Kommen Sie nicht auf dumme Ideen. Versauen Sie das nicht. Der Kripo wird vom Boss verhätschelt. Schreiben Sie lieber auf, was Sie zu tun haben.
denn ich werde mich nicht wiederholen. Jasse, treffen Sie alle bekannten Gesichter Ihres Reviers. Stellen Sie sich Rick in seinem Café vor. Treffen Sie Louis in der Pizzeria. Ivan vom Schnapsladen will Sie sicher auch treffen. Sagen Sie Adamski, hallo von mir. Besuchen Sie Herrn Crank. Oh, und vergessen Sie nicht den Haifi-Elektromarkt. Die jammern schon wieder, wir würden uns nicht kümmern. Und vergessen Sie die Kirche nicht. Sie müssen Vater Mushroom treffen. Oh, und dann ist da noch die Reinigung neben der Kirche. Verstanden? Gut. Reden Sie gerne mit allen, dass sie sie sehen. Schließlich ist das ihr Revier. Aber das muss ich Ihnen ja nicht sagen, oder? Ihr Vorgänger wird sie einweisen. Pat Mark kennt die Nachbarschaft wie seine Westentasche. Er wird Ihnen alles erklären. Ihr Rufzeichen ist 421. 421, verstanden, Boss. Aber nur Kelly kommt heute fein raus. Sie müssen auf jeden Fall bei der Kirche vorbeisehen. Da können Sie für uns die Gunst des Chefs beten. Sie wird nicht lange anhalten, genug mit dem Mist. An die Arbeit. Okay. Ich will trotzdem auch mal gucken. Ich finde die Texte teilweise ein bisschen schnell. Texttempo. Machen wir mal so. Ich will das ja vernünftig vorlesen. So. Kelly, grüßen Sie Louis. Er hat eine Pizzeria in Ihrem Revier. Probieren Sie auch etwas anderes als die Pizza. Es lohnt sich. Ich werde ihm sagen, dass Sie ihn vermissen. Meine Frau versteht meinen Job einfach nicht. Geht es dir auch so, McNabb? Ich rede mit deiner Alten nicht über deinen Job. Okay. Nach dieser Sache letztens nimmt der Alte uns richtig hart ran. Habt ihr doch gesagt, wir sollten nicht im Dienst saufen. Saufen ist das eine, aber den nackten Arsch aus dem Fenster zu strecken, puh. Sie haben mich gezwungen, ich konnte gar nicht weg. Aber Cortez, warum hat er dir A-Cap, also All Cops A, ne, auf den Hintern geschrieben hat? Was? Es hieß, alle Christen achten die Bibel. Nein. Cortez, stellen Sie bitte die Möbel wieder rein. Die Farbe ist trocken. Warum haben die Maler das nicht gemacht? Weil sie schon gegangen sind und außerdem waren die schräg drauf. Haben einen Haufen Flaschen und ein riesiges Chaos hinterlassen. Und was kümmert mich das? Benehmen Sie sich einmal wie ein Mann. Große Feministin. Bis es Zeit ist, Möbel zu tragen. Genug gequatscht, raus auf die Straße. Das werden wir jetzt einfach mal tun. Wir verlassen das Revier und schauen mal, worum es in diesem Spiel überhaupt geht. Boah, es war schon richtig, richtig schön designt. Hammer. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Statten Sie allen einen Besuch ab und stellen Sie sich vor. Alles klar. Alles andere wird Fat Mike Ihnen schon zeigen. Wir können Sie nicht aus dem Kripo-Macker raushängen lassen. Das werden wir sehen. Ihre Hände waren zu klebrig. In der Villa des Senators. Hey. Arschlöcher. Mann. Sind Sie Polly? Kelly. Jack Kelly. Was auch immer. Nennen Sie mich Mike. Fat Mike. Oder was auch immer Sie wollen. Ist mir scheißegal. Der Boss wollte, dass ich Sie heute babysitte. Lassen Sie uns das schnell hinter uns bringen. Einverstanden. Heute ist mein letzter Tag auf der Straße. Gehen wir. Wohin? Wir holen uns etwas zu essen bei Louis. Das ist nicht weit. Unterwegs schauen wir mal bei Adamski vorbei. Da musste ich gestern einschreiten. Mal sehen, ob jetzt alles in Ordnung ist. 421, bin im Gebiet. Im Dienst sind Sie 421, merken Sie sich das. Krieg ich hin. Grüßen Sie Fat Mike von mir. Nicht, dass es ihn kümmert. Haha, Sie sagen es. Einen schönen Tag, 421. Okay. Der Maus? Tatsächlich, wo ist denn Fat Mike jetzt hin?
Habe ich nicht drauf geachtet. Aber er sagte Richtung Adamski, das ist hier. Dieses Schlitzauge von der Reinigung hat. Oh Gott, das ist auch ziemlich rassistisch. Guten Morgen, Mr. Adamski. Alles ruhig heute? Natürlich. Die Idee mit dem Eisschrank war perfekt. Eisschrank? Erzähle ich Ihnen später. Das ist Pauli. Er wird von nun an hier arbeiten. Kelly. Ich werde in eine andere Straße versetzt. Willkommen, Officer. Kommen Sie ab und an hier vorbei. Das werde ich. Besuchen Sie die Läden und reden Sie mit den Inhabern. Die sehen eine Menge. Das ist jetzt schließlich meine Nachbarschaft. Und stressen Sie sich nicht zu viel. Sie müssen nicht jeden Tag alles machen. An manchen Tagen wird man ja verrückt bei allem, was passiert. Sie werden sehen, alle wollen was von Ihnen. Sie entscheiden, wer Ihnen etwas wert ist. Okay. Denn Sie können nicht alles tun. Und der Sergeant? Der bekommt nicht immer mit, ob Sie was nebenbei reißen. Neben den Quoten und Strafzetteln. Mit denen allein kommen Sie nicht über die Runden. Keine Sorge. Das ist ein guter Rat. Also, was war jetzt mit diesem Eisschrank los? Sag nicht, Polly. Kelly. Wenn du erst eine Weile hier arbeitest, begreifst du es schon. Manchmal muss man eben etwas unkonventionell vorgehen. Lassen Sie uns jetzt zu Louis Pizzeria gehen. Der hat echt gutes Essen. Okay, er rennt uns immerhin nicht weg. Was haben wir hier? Person melden, Auto melden, abschleppen, okay. Ich komme mit diesen Spaghettis nicht klar. Oh ja. Also es muss man wirklich sagen. Also er will zu Louis Pizza essen. Ich gehe hier erstmal rein. Oder? Ach, kann ich noch gar nicht. Vom Fanta sollte ich mich lieber fernhalten. Das ist wirklich eine geschäftige Stadt. Also in den Schnapsladen mussten wir auch rein. Das war auf jeden Fall mit auf der Liste. Aber es ist wirklich schön gemacht. Wie ich höre, soll der Preis der Eintrittskarten von morgen fallen. Okay. Oh, ein neuer Polizist. Willkommen in unserem bescheidenen Lokal. Oh, das wirkt schon so schmierig. Ich bin Kelly. Das wissen wir. Wir Italiener wissen über alles in der Nachbarschaft Bescheid. Wir kamen auf eine Pizza vorbei, Louis. Sie versetzen mich und Polly übernimmt den Job. Wir hoffen auf gute Beziehung. Natürlich. Wir hoffen, dieser elende Vorfall mit dem Senator. Es war ein Missverständnis. Ja, ein Missverständnis. Wir hoffen, dass es aufgeklärt wird. Vielleicht mit unserer Hilfe. Damit komme ich schon klar. Ah, aber natürlich. Doch wir sind immer für sie da. Ist die Mafia. Polly ist neu hier, aber er lernt schnell. Es ist Kelly. Was ist jetzt mit der Pizza? Ich verhungere. Um 8 Uhr morgens. Okay. 15 Minuten später. Wirklich gute Pizza. Okay, gehen wir. Das ist echt was ganz Besonderes. Louis macht den besten Teig in der ganzen Stadt. Er wird mir fehlen. Sicher, er scheint zu wissen, was er tut. In einem Monat trage ich ihre Uniform. Aber seien Sie vorsichtig, Polly. Das sind keine gewöhnlichen Italiener. Das kann ich mir denken. Sie müssen vorsichtig vorgehen. Dann schaffen Sie es vielleicht bis zur Rente. So wie ich. Hey Polly, sehen Sie mal. Kelly. Ich nenne Sie Polly. Irgend so ein dreckiger Hippie hat seinen Parkschein gelöst. Hat keinen Parkschein gelöst, sorry. Schreiben Sie ihn einen Strafzettel, bevor er abhaut. Ich habe meinen Zettelblock nicht bei mir. Verdammt, der Boss hatte recht. Wäre ich nicht hier, würden Sie sich noch in die Hose machen. Nehmen Sie meinen. Markieren Sie den Verstoß auf dem Strafzettel. Schreiben Sie Ihre Dienstmarkennummer dazu und unterschreiben Sie. Dann stecken Sie den Zettel hinter den Scheibenwischer.
Okay, dann gehen wir mal zu dem Auto. Es ist ein 1968 Reichswagen-Hippie. Oh Gott. Kontrollier mal die Parkuhr. Okay, ist abgelaufen. Verstanden. Strafzettel. Ja, ein Parkverstoß, ausgestellt von Kelly. 421. Go. Der Strafzettel ist geschrieben. Zeit, diese Karre hier vorzuschaffen. Rufen Sie per Funk einen Abschleppwagen. Ich nehme den Zettelblock. Der Boss hat Ihnen für heute andere Aufgaben gegeben. Hier ist 421. Zentrale braucht einen Abschleppwagen bei 609. Übermittle. 10-4, Abschleppdienst ist unterwegs. Das ging fix. Und der VW-Bus soll es, glaube ich, sein. Wird abgeschleppt. Ja, gute Arbeit. Das war einfach. Der Fahrer ist nicht aufgetaucht. Die Schlimmsten laufen auf die Straße und machen Stress. Sie werden lernen müssen, sie zu beruhigen. Irgendwelche Ratschläge? Achten Sie darauf, was Sie auf den Zettel schreiben. Wenn sie ungültig sind, gibt es eine Menge Stress. Oh, und die dürfen hier nicht parken. Wir haben einen Diebstahl in 607. Fassen Sie den Täter und nehmen Sie ihn fest. Olli, worauf warten Sie noch? Schnappen Sie ihn. Legen Sie ihm einfach Handschellen an. Die an Ihrem Gürtel. Wenn Sie nah genug dran sind. Es gibt einen Überfall beim Hardrick. Okay, ich renne ihm hinterher. Hä? Okay. Ah, okay, ich muss hier auf die Handschellen klicken. 10-12 Zentrale, er bitte Streifenwagen, um den Täter mitzunehmen. 10-4, Streifenwagen ist unterwegs. Ging wieder muy rapido. Hier ist die Zentrale. Gute Arbeit mit dem Täter. Jetzt gehen Sie zurück zu Fat Mike. Er wartet an der Pizzeria auf Sie. Ist eine Katze, die sich im Schritt leckt? Tatsächlich. Also eins muss man denen lassen. Die haben wirklich es geschafft, mit dieser Pixeloptik eine lebendige Stadt zu schaffen. Ich will den hier abschleppen lassen. No parking, steht da eindeutig. Der auch. Naja. Gute Arbeit, Polly. Gut gemacht. Ich heiße Kelly. Macht ja nichts. Dieser Dieb sah mir aus, als gehörte er zur Gang. Neben den Schwarzen haben wir noch die italienische Mafia in der Gegend. Wenn ich sie wäre, würde ich den beiden aus dem Weg gehen. Ich bin nicht von gestern, Mann. Wer weiß. Ich sag ja nur, dass sie es mit den zwei Problemherden zu tun haben. Jetzt teilen wir uns auf. Sehen Sie sich die Nachbarschaft an und reden Sie mit den Leuten. Ich muss noch ein paar Dinge erledigen. Ah, er wird wahrscheinlich geschmiert ohne Ende. Wir sehen uns am Ende der Schicht. Denken Sie dran. Sie müssen nicht jeden Tag alles machen. Am besten treffen wir uns um 16 Uhr bei Louis. Okay. Dann schauen wir uns mal an. Okay, wir sollen einfach mit Leuten reden. Gehen wir mal hier rein ins Hardrick Café. Ich wollte mit Ihnen reden, Kelly. Ich höre. Wir sollten einander öfter treffen. Danke, Captain. Das war noch nicht alles. Ich weiß, dass Sie Ihnen was anhängen. Ich möchte helfen. Mit der Mordanklage? Der Junge war kein Heiliger. Es gibt nichts, was wir für ihn tun können. Aber diese Stadt braucht sie. Danke, Captain. Das war noch nicht alles. Sie sind ein guter Polizist, aber es gibt eine Bedingung. Die fehlenden Diamanten müssen gefunden werden. Es gab keine Diamanten in der Villa des Senators. Ich weiß nicht, was es da gab und was nicht. Sie müssen auftauchen. Der Senator ist der Schlüssel, sie aus dieser Scheiße herauszubekommen. Ohne ihn sind wir beide erledigt. Hier ist doch was im Busch, nicht wahr? Sie haben 21 Tage. Dann gehe ich in Rente.
Wenn Sie sie in 3 Wochen nicht haben, kann ich nichts für Sie tun. Jetzt setzen Sie mir Fristen. Das war noch nicht alles. Da wäre noch eine letzte Sache. Wenn mein Verdacht sich bewahrheitet, wird dieser Fall die Stadt erschüttern. Was starren Sie denn so? Ich war mir nicht sicher, ob das alles war, Sir. Das war alles. Jetzt aber an die Arbeit. So, werde ich nochmal von irgendjemandem angequatscht. Okay, er verschwindet da oben in der Gasse. Kann ich jetzt hier rein? Guten Tag, Officer. Guten Tag, Officer Kelly. Ich bin der neue Polizist in der Nachbarschaft. Willkommen. Sie können immer auf einen Café vorbeischauen. Aufs Haus. Oder soll es etwas Stärkeres sein? Danke, ich werde gerne nochmal vorbeischauen. Okay. Ah, jetzt stehen hier wieder mehrere Sachen. Cranks Apotheke. Alfie mag den Schnapsladen. Den Schnapsladen haben wir doch hier. Kann ich den jetzt abschleppen lassen? Ach ja, kann ich ja immer noch nicht. Guten Tag, Officer. Hallo, ich bin Kelly. Womöglich dürfen Sie im Dienst nicht trinken. Aber danach finden wir sicher etwas für Sie zu einem fairen Preis. Danke, darauf werde ich zurückkommen. Ha, ich wusste, ich würde Sie mögen, als Sie herangekommen sind. Bis dann. Wir sehen uns. Okay. Ich würde mal sagen, wir schauen uns einfach die Straße noch so ein bisschen an. Dann soll es das fürs letzte Test auch gewesen sein. Wir sind halt ein gefallener Cop, haben jetzt 21 Tage diese Routine und müssen nebenbei versuchen, ja, ich sag mal, unseren Ruf wiederherzustellen. Okay, darum geht's nicht lang. Und ob wir das schaffen oder nicht. Der Typ macht Kniebeugen da oben. Ja, ist halt Ziel des Spiels. 21 Tage wollte ich das jetzt nicht spielen in-game. Aber ihr seht, die 80er sind eindeutig getroffen von der Atmosphäre. Es ist wie in den Filmen, sogar die Häuser sind so dargestellt. Also das haben die Programmierer wirklich, wirklich schön gemacht. Und ich würde mal sagen, Ellie, ich glaube an dich, dass wir es so schaffen. Und euch danke ich fürs Zusehen. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir ein schönes anderes Spiel antesten. Habt einen schönen Tag. Ciao.